Es hat schon wieder jemand seine Sachen vergessen. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Ständig vergisst irgendwer eine NRBV, die er nicht ausgedruckt hat, oder irgendwelche Backup-Waffen fehlen. Die Kleidung ist auch nie aufeinander abgestimmt. Wir haben immer irgendwas Unterschiedliches an. Nie laufen wir im Team einheitlich rum. Was denn? Was hast du da an? Weihnachtssachen fürs Weihnachtsspecial. Ich bin rot. Scheiße! Steven ist das erste Mal dabei. Wo ist das zweite Mal dabei? I don't believe in democracy. Jacqueline ist auch das erste Mal dabei. Der Tim, der ist auch das erste Mal. Ich hab die Kamera wieder gefunden. Das ist der Marius, der ist dabei. Das ist der Kevin, der ist dabei. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Oh, nee, ich kann gerade weggehen und volgens. Okay, alles klar, dann liegt noch dein Visier. Ja. Joe. War den Dennis? Der ist aber dabei. Die sind auch hart. Der Manni, den habt ihr schon gerade gesehen. Und das ist die Jacqueline, die ist dabei. Der Luca ist auch da. Und dich habe ich gebankt. Da ist die Katrin, die ist auch dabei. Und die Nadine, die kam auch zu Besuch vorbei. Matthias? Ja. Das ist der Matthias und der ist auch dabei. Ja. Und ich bin auch dabei. Was willst du von mir? Nein, verkackter Ernst. Ja, ne? Teil des Schiffs, Teil der Crew, du musst die Scheiße auch aufsetzen, ne? Ist so. Ja. Da soll's ernst bleiben bei sowas. Warum hast du das Bändchen noch um, Alter? Was war denn nicht duschen, Alter? Du hast sicher, klar. Du kannst doch mit duschen. Ich war zu faul, das abzumachen. Ja, genau, war zu faul. Warum bin ich so scheiße? Joe. Jo. Wie fandest du den Anfang vom Tag? So. Ja, mal der Anfang vom Tag war sehr gediegen. Erstmal aufgestanden, ein schönes Video gemacht. Ja, moin, Kirin. Jetzt kommt erstmal der guten Morgen-Geschichte. Oh, irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwas stimmt absolut nicht mit euch. Beim Spiel wurden wir getrennt, ne? So in zwei Gruppen. Erklär das mal, was war da? Wir wurden jetzt von den anderen getrennt. Manni, Steven und ich sind jetzt zusammen mit den Holländern. Selbst Rui ist bei uns. Ist allerdings auch gesplittet worden von uns und einem anderen Team. Das heißt, die anderen Leute, die sind jetzt alle drüben im Dschungel und machen da ihre Runde. Und wir wissen nicht, was da abgeht. Allerdings sind Manni und ich ja hier und dann können wir euch mal den Teil hier zeigen. Ja gut, aber was willst du machen, ne? Wenn du 70% von den ganzen Spielern stellst? Ihr seht da jetzt Rui. Keine Ahnung, was das sein soll. Irgendein Dämon oder so. Ich habe ihn nicht gefragt. Ich habe ihn ja im Spiel auch nicht gesehen, bis auf einmal, weil wir erstmal getrippt waren. Der war ja erstmal bei der anderen Mannschaft mit dabei. Ich habe immer noch das Bild vor Augen, wie er auf dem Auto gelegen hat. Das geht mir einfach nicht aus dem Kopf, es ist grauenhaft. Jetzt wie so eine Kamera, ja? Ich bin rot. Ich bin etwas der 18. Ich kann mich erinnern, dass er brüllend übers Feld gelaufen ist. Ne, es gibt halt Anfänger, Fortgeschrittene, Profis und Rui. Ganz schön warm unter der Mütze hier vor dem Kamin. Die Szene mit der Magazinkrise, kannst du dich daran erinnern? Ne. Ne? Was meinst du mit Magazinkrise? Ich bin auch leer. Echt? Team tot, weil keine Muni mehr oder was? Ja, Team tot. Das gab's noch nie. Hat ihr neue Viermagazine? Vier brauchst du auch? Ja, ich brauche ein Viermagazine, meine. Das auch? Ja. Super.�
du hast gerade ein volles Magazin von mir gekriegt, wenn du jetzt nicht rausgehst, trinke ich ab. Hey Marius, ja. Ich habe keine Munition mehr. Ja. Ich bin komplett aus. Ich habe dir doch ein Magazin gegeben. Ja, komm schon! Da ist das Magazin leer. Ich hab dir ein ganzes Magazin gegeben, Mann. Ja, waren alle leer. Dennis Silent Bang. Das war der Bang, wo er uns beide rausgenommen hat mit Bang Bang. Okay. Bang. Bang. Ja, war cool. Sobald ich die Kamera auf dem Schädel hatte, ging's irgendwie bei mir ab. Ist the marshal pulling out the house order? If you don't behave. Das Außengelände bei Blackout ist auch ziemlich geil, wie ich finde. Weil egal, wo sich halt irgendwer in Deckung verschanzt hat, sag ich mal, du hast halt immer irgendwie eine Möglichkeit, wie du den umlaufen kannst und zumindest von der Seite erwischen kannst. Der Marius, der hat einen Rudel voller Holländer vor sich und haut dann den Satz raus. I don't believe in democracy. Bruh. Es ist kontextbezogen gewesen. Wenn man den Satz aus dem Kontext herausnimmt, wirkt er nicht geil. Gebe ich zu. Joe, was gab's zu essen? Oh, für mich nicht viel. Die anderen haben mehr gegessen, wie sie eigentlich hätten sollen. Wer ist der Joe? Der Joe ist beim Essen. Der Joe, der isst Pommes, Frikandel, Spezial. Und ich esse... Jacqueline hat übrigens Base ins Auge bekommen. Jetzt ist sie fast blind. Nein. Ah, und ich esse Pommes Frikandel Spezial. Der Tim ist Pommes Frikandel Spezial. Die Jacqueline ist Pommes... Egal, wir essen alle Pommes Frikandel Spezial. Tschüss. Aber ja, deshalb lag der auch alle im Suppenkoma nach dem Essen. Keiner ist mehr nach dem Essen gespielt. Ich habe euch an Ort und Stelle, habe ich euch noch gesagt, futtert nicht so viel zwischendurch, ihr liegt gleich alle im Suppenkoma. Ah, wat? So, da gab es zwei Stürze. Marius. Wieso sagst du jetzt Marius? Ich bin nicht auf die Fresse geflogen. Ich hab's gesehen. Ich hab nur einen drauf gehabt. Auf der Kamera. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Oh, nee, ich kann gerade weg, gerade einfach hoch. Okay, alles klar, dann liegt noch dein Visier. Aber die Antwort auf meine Frage war auch gut. Manni, geht's dir gut? Ich wollte nur hinter die Disco gehen. Was warst du? Alles gut. Ich wollte in Deckung gehen. Also der Mann hier ist ja der Typ ohne Scheiß. Der zieht die Scheiße irgendwie magisch an. Da ist es gefallen. Achso. Mann ist quasi die ganze Zeit hinter Ruhe her und hat seine Zähne aufgehoben, ja? Und jetzt achte, wie er mit dem Zahn hinterher läuft. Ja, der Gut hat er Besseres zu tun, ne? Der ist gerade dabei, andere Spieler rauszunehmen. Hätte ich auch keine Zeit für einen blöden Zahn. Ganz ehrlich, ich hätte ihn, glaube ich, liegen lassen. Kannst du ja nicht machen. Ach, warum nicht? Die Zähne hat Rui sowieso am laufenden Band verloren. Ich glaube, der hatte noch drei dran am Ende, am Schluss vom Tag oder so. Und die sind hellgelb. Es ist jetzt nicht so, als ob man die verliert. Siehst du, Rui winkt selber schon ab. Ja, komm, ist egal, komm, okay. Mach weg. Und wirft ihn halt einfach weg. Ich mag es auch einfach, wie Rui da steht, neben Jackie, ihr noch so die Hand auf die Schulter legt. Wo sind die bösen Buben? So null in Deckung, mit dem auffälligsten an, was er überhaupt anhaben kann. Also richtig geile Tarnfarbe. Man rennt nach vorne und ist halt nicht raus.
So jeder normale Mensch, der nicht so ein Glück wie Rui hat, wäre da schon dreimal draußen gewesen, weil er sich drei Magazine eingefangen hätte. Ja, vielleicht haben sie ihn aber nicht für voll genommen, weil er halt so rumlief, wie er rumgelaufen ist. Aber er war schnell unterwegs. Kann natürlich sein. Da. Kannst du dich noch daran erinnern, dass was die Betreiber hier vom Blackout zu uns gesagt hatten? Ganz zum Schluss? Inwiefern? Ich weiß gar nicht, wo wir das nächste Mal hinfahren sollen. Weiß ich auch nicht.